Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hierbleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Erzmutter Tirsa, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf das deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie eine der nur eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir.
Lass mich runter, du Idiot! Rust! Hä? Hast du gerade wirklich das Kind vom Balkon geworfen? Ja, ich dachte, das wäre so in der Tradition. Okay, der nächste bitte! Hey, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Horizon Zero Dawn. Es hat etwas länger gedauert, als ich gedacht habe, aber das soll uns jetzt heute nicht aufhalten. Wir starten direkt rein ins Game. Ohne groß vorher drumherum zu reden. Genau. Ich hoffe, euch hat das Intro gefallen. Also mir auf jeden Fall. Ich fand's witzig. Mir hat's auch Spaß gemacht, das zu machen. Genau. So, und jetzt geht's weiter. 6 Jahre später. Aloy! Schrei halt noch lauter. Du hast lauter Beeren. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch Bast. Mehr. Hm? Cooler Name auf jeden Fall. Da ist ja also Aloy im Alter von 6 Jahren circa. Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Da. Ja. Ey, ich finde das so mies. Ich finde das so mies. Komm schon. Ganz ehrlich, ich bin nicht sehr davon überzeugt, dass man das so macht. Das arme Kind. Wir spielen nicht ganz auf den höchsten Grafikeinstellungen, aber ich glaube, alles ist auf Ultra. Nur die Schatten sind halt auf Mittel. Also einfach dieselbe Fall 5-mal hintereinander abspielen, dann hat man es auch. Okay. Wir sind gerade in irgendeine Höhle runtergefallen. Ich muss die ganze Zeit nach rechts gucken, weil ich gucken muss wegen Ton und so. Damit es nicht zu laut ist. Kann dir nicht helfen, ne? Er hört mich nicht. Ist das eine Art Höhle? Wow, ist das hell hier. Ja, es ist eine Art Höhle. Wir können rennen, wir können... Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber das können wir. Oh. Genau. Ziemlich eng, aber ich passe durch. Aber nur, wenn du jumpst. C zum Ducken. Ja, das gibt's auch noch. Genau, Ducken. Das braucht man. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Ja. Sieht auf jeden Fall spannend aus. Vor allem die Grafik ist wirklich wunderschön. Ich weiß, ihr habt es wieder immer schlechter, weil... Ich weiß auch nicht warum, aber ihr habt das halt so. Ich könnt da meckern, wie viel ihr wollt. Ich kann es noch nicht ändern. Ehe ich nicht nächstes Jahr den i12900K hab. Dann sollte es hoffentlich gar keine Probleme mehr geben. Was sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen? Mit wem redest du eigentlich? Er ist nicht hier. Schön, dass du mir das erzählst, aber weißt du überhaupt, dass ich da bin? Du meinst ja sogar meinen Blick. Sehr freundlich. Okay. Okay, kann man durchgucken. Was ist das? Nämlich kann ich das essen? Okay. Es ist auf jeden Fall eine sehr schön designte Welt. Genau. Da ich am Anfang relativ schnell eingeschaltet habe, kann ich jetzt noch ein paar Infos raushauen, falls ich überhaupt irgendwelche Infos habe. Ich weiß noch nicht mal, von welchem Entwickler das Spiel ist. Ich weiß noch nicht mal, wann es genau rausgekommen ist. Ich glaube 2019 oder 2018. Hier oben ist nichts. Dann gehen wir weiter hoch. Auf jeden Fall ist es ein Open-World-Spiel, was in der Zukunft spielt. 1000 Jahre. Und irgendwie alle glauben wieder an... Und so Überwesen und so Zeugs. Was ist das? Weiß auch nicht. Ein Toter. Ja, cool. Da gehen wir doch hin. Ich komme hier nicht mehr zurück. War das ein Fehler?
Ich weiß es nicht. Da glänzt doch etwas. Mit E können wir Sachen untersuchen, mit Q können wir uns heilen, mit I ist Inventar. Und noch so andere kleine Sachen. Take it. Es kann leuchten, was ist das? Ich hab das auch. Let's go. Die Bicycle-Karten. Die sind blau, nicht grün. Das ist also ein Scan-Gerät oder sowas in der Art. Aha, wir können damit Sachen sehen, die der normale Mensch nicht sieht. Lichter, überall. Mit einem sogenannten... Wie macht es das? Fokus, genau. So heißt das Ganze. Ich habe schon ein bisschen gespielt, dementsprechend weiß ich das. Und zwar können wir entweder mit V oder mit dem Mausrad einfach das aktivieren und damit die Umgebung scannen. Allgemein können wir Sachen sehen. Ja, und können jetzt hier uns so umschauen, ob hier irgendwas ist und das dann scannen. Ich würde jetzt erstmal wieder zurückgehen. Also halt der Markierung nach, ob das zurück ist, ich weiß es nicht. Die können wir jetzt zum Beispiel scannen. Was steht das da? Mit dem Gerät hier raus. Genau. Und zwar müssen wir einfach nur hier rumlaufen. Da gibt's dann was. Da zum Beispiel die Ratte. Können wir scannen. Und dann ist sie halt, dann wissen wir halt, ja, es ist eine Ratte. Genau. Das Spiel ist mega, 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 mega cool. Ihr werdet es noch sehen. Holo-Schloss im Uhrzeigersinn. Ein Farbwechsel. Hier ist eine Tür. Oh, nix. Aha, aha, aha. Ich habe keine Ahnung, was genau das ist. Wir sollten mal weitergehen. Genau, sonst können wir ja noch nichts. Am Anfang ist halt sehr viel rumgelaufen. Erstmal so ein bisschen Erklärung, Story reinkommen. Ein Farbwechsel an der Tür. Und nachher geht's dann richtig ab, Leute. Da freuen wir uns doch alle drauf. Oh. Da hinten, da ist was zum Einsammeln. Da wollen wir auch nochmal vorbeischauen. Jetzt aber erstmal hier runter. Was genau gibt es hier denn? Ah, ist hier was Verstecktes? Oh ja, da kann man reingucken. Was gibt's hier? Komm ich hier auch rein? Nein. Okay, hätte ja sein können. Da ich die Story schon so ungefähr kannte vom Anfang, habe ich das Game jetzt nicht nochmal von Anfang an komplett so durchgespielt. Und noch ein Gerät. Wie... Oh. Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Der ist so weird, der Typ. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann okay. nicht bei dir und Mom sein, aber... Wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Man merkt schon, dass sie so richtig einsam ist, weil sie Ausgestoßene ist. Das ist schon irgendwie ein bisschen sad. Zwäng dich durch die Lücke an. Nee, hatte ich noch nicht vor. Wollt ihr noch gucken, ob es hier vielleicht noch was gibt? Hier hinten, da. Okay, das kann ich alles nicht lesen, weil ich nicht dazu mächtig bin. Ja gut, dann gehen wir doch durch die Lücke. Mit E. Oh, es ist hinter uns ziemlich weit zugegangen. Ja, wir kommen nicht mehr raus. Okay, dann mal gucken, was uns hier so erwartet. Ich freue mich schon mega, das wird so cool. Denn ich glaube, so nach der ersten Stunde Spielzeit oder so gibt's dann, ist dann für mich auch blind. Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber, gewissermaßen.
Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Jana teilt Medikamente aus, als ob das Leben ein Schmerz sei, der verschwinden muss. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr irgendetwas. Ich weiß nicht, ob ein kleines Kind das hören sollte. Jetzt mal ganz ernsthaft. Warum sind sie hier gestorben? Was ist passiert? Der Dude hat sich gerade selber erschossen. Ich meine, ernsthaft unsere Gedanken für die Nachwelt erhalten? Ja, ist möglich. Tolle Idee, Direktor Evans. Habe ich nicht schon genug für die Nachwelt getan? Wäre ich denn hier so, wenn es nicht für die Nachwelt wäre? Ich bin fertig mit der Nachwelt. Die Nachwelt. Ja, möchte ich auch noch hören. Für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Ich meine, unseres Todes. Tut mir leid. Ist lange her. Und die Medikamente, die Jana uns gegeben hat, sind echt stark. So, okay. Nochmal von vorne, Kinder. Gegrüßet seist du, Maria. Oh. Er ist da. Ja, Ross, bin ich. Ich bin unterwegs, Rosti. Hier. Ich komme. Rost. Oh. Was geht? Urmutter sei Dank. Komm, Kind, nimm meine Hand. Hatte ich vor. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da? Nix. Am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy. Solche Dinge sind gefährlich. Nein! Ich glaube, sie freut sich, dass sie jetzt so andere Menschen hören kann, dass sie nicht immer nur so mit Ross so eingeschlossen ist. Also ich glaube, so, sie also innerlich so, yes, ich kann jetzt andere Menschen mit meinem Kartendeck hören. So ziemlich, also glaube ich, dass sie das so jetzt so... Wenn du ganz allein ihr wisst, was ich meine. Wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy. Nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Finde ich gut. Finde ich sogar sehr gut. Ja. Das Game hat sehr viele Cutscenes dementsprechend. Also am Anfang. Deshalb bin ich am Anfang noch etwas ruhiger. Genau. Viel Spaß. All diese Formen. Was bedeuten sie? Nimm deinen Bogen. Bogen? Und kein Murmeln ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Genau. Da kommen wir zu unserer ersten Lektion. Die eine sehr wichtige Lektion fürs gesamte Game. Es kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel.
Gut. Jetzt isst die Beeren. Bäh. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. Ja, so. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren. Genau. Blumen. Dann würde ich sagen, sammeln wir jetzt erstmal alles ein, was hier um uns herum so zu finden ist. Dieses das Heilung, ja. Ich würde nämlich gerne, dass der Heilungsbalken voll ist nachher. Da gibt es auch Wildschweine. Der Nora-Stamm hält hier Wache. Die rennen aber weg vor uns. Gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. Was heißt hier die gefährlichsten Maschinen? Das ist auch nur so halbgefährliche. Ja, wir können ganz gut klettern. Oh, das war jetzt knapp. Man verliert, man kann auch sterben, wenn man von zu weit oben fällt. Oder man kriegt nur Schaden. Das mit dem nur Schaden weiß ich nicht ganz. Auf jeden Fall, man kann sterben. Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Hier können wir uns zum Beispiel reinducken und dann sind wir unsichtbar. Das wird uns aber auch erst später erklärt. Ich sehe nämlich noch kein Auge oben. Hier kommen wir noch nicht weiter, gell? Questbereich verlassen. Okay, mehr Wurzeln bzw. Pflanzenarten sind hier auch nicht. Dann hätte ich gesagt... Rost! Wie lange brauchst du noch? Kann ja nicht sein, dass ich ja schneller bin als du. Hm. Aloy. Oh. Eine Maschine kommt. Ah, jetzt das Auge. Bleib, das wird uns gleich erklärt. Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Der Wächter. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass sie vorbeigehen. Die Linie oben, die ihr jetzt seht, hier ganz oben in der Mitte. Bleib geduckt und folge mir über den Pfad ins hohe Gras. Die zeigt an, welchen Status sie hat. Jetzt können wir gesehen werden. Aber nicht gehört werden. Und jetzt können wir weder gesehen noch gehört werden. Noch einer. Und wenn wir uns hinstellen und springen, läuft er vorbei. Oh. Dann sind da noch so Striche um dieses Auge so herum, so. Und das heißt, wir sind zu hören und sichtbar. Komm, hier lang zurück. Je langsamer du dich bewegst, desto leiser bist du. Und geducktes Gehen ist leiser als aufrechtes. Warte auf ihn. Ich frage mich, wie der uns nicht sehen kann. Ich finde schon, dass es ein bisschen obvious ist, wo wir sind, aber... Ja, gut. Es sind Maschinen. Es sind immer noch Maschinen. Das war der letzte. Weiter geht's. Eben, und jetzt seht ihr, wenn wir laufen, haben wir ein Balken. Wenn wir sprinten, haben wir drei. Was? Wo geht's denn lang? Gut gemacht. Sie haben dich nicht bemerkt. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Genau, da seht ihr es. Das Tarnungssymbol oben in der Mitte. Hier sind nicht rein zufällig irgendwelche heilenden Bären oder so. Ah nein, ich bin nicht runtergefallen. Okay, das gehört zur Katze. Oh, da ist jemand. Hallo! Wir sind's, die Guten! Probier ihn. Warum ist er da oben? Ja, der zeigt erstmal, wie toll er klettern kann. Er lächelt uns zu. Tap! Komm nach Hause zurück! Tap heißt er. Okay. Wo bist du? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folgt mir. Gibt's hier wieder Pflanzen? Ja, perfekt. Holz ist wichtig, um später Sachen zu craften. Dazu kommen wir aber noch. Das ist dann wahrscheinlich mehr dazu nächste Folge. Diese nennt man Läufer. Ha! Rennt! Warum hast du sie verjagt? Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Man doch die Situation an, aber dazu später mal wieder mehr. Wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du wirst sehen. Ich krieg jetzt noch ein paar Steine mit. Die sind irgendwie wichtig, aber ich habe sie noch nie benutzt. Eine Handvoll Steine sammelst. Ich bin trotzdem mal so viele mit. Was ich sage, Aloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. 10 Stück können wir davon tragen. Da gibt's noch eine Pflanze, das nehme ich natürlich auch mit. Habe ich? Sehr schön.
Medizinbeutel. So will ich das. Drücke, das ist die Shift-Taste. Mit Shift drauf, zumindest bei mir. Bei euch ist wahrscheinlich einfach nur ein Pfeil nach oben drauf. Und da haben wir alle Steine und können nichts mehr tragen. Ja, ich komme, Rost. Doch gut. Hör auf zu trödeln. Da ist die Herde. Okay, werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein, aber sie lenken sie ab, locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg. Sonst warnte die Herde und sie flieht, bevor wir in Reichweite sind. Ja, das fände ich jetzt nicht so gut. Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy. Wenn man sie nicht zum Schweigen bringt. Du merkst richtig, dass Aloy interessiert ist an diesen Signal wirfst du Steine und Maschinen. Wächter zu mir. Genau, wir müssen jetzt einen Stein werfen, damit der Wächter zu Rust kommt. Wir sollten dabei möglichst nicht Rust treffen. Mit F. Wir werfen auf Rust. Genau, er hört das. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Hab ich. Bam, und jetzt kommt Rust und besiegt die Maschine. So, komm, jetzt ist es sicher. Plündere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Ich würde den ganz gern noch looten. Metallscherben und einen Zünder. Gut. Die Standard-Basic-Sachen. Wie ich sehe, hast du schon Reinholzzweige gesammelt. Nimm die Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. Genau. Daraus können wir Pfeile machen. Du wirst nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Probieren wir sie mal aus. Folg mir. Oh. Da wollte ich eigentlich noch nicht hin. Aloy, sie haben dich gehört. Sei diesmal nicht so laut. Entschuldigung. Ich war noch nicht darauf. Probieren wir sie mal aus. Folg mir. Duckst dich auch nicht, Rust. Wo sind denn die überhaupt? Ja! Hier, duck dich ins Gras und sei leise. Da sieht er. Zeit für deine erste Beute. Okay. Aloy. Wir konzentrieren uns. Ein Läufer. Eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Das stimmt. Beute kennen. Ihre Haut ist dick. Ich habe die Schwierigkeit jetzt mal auf einfach gestellt. Damit wir es eigentlich nicht allzu schwer haben. Kennst du noch eine? Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das ein Schwachpunkt? Ja. Guter Schuss! Perfekt. So will ich das die ganze Zeit im Game haben. Dann habe ich kein Problem. Ach, Rust steht auch. Dann darf ich auch stehen. Du warst gut heute, aber du hast noch viel zu lernen. Was gibt's hier? Lass uns gehen. Wir machen morgen weiter. Was war das? Der Junge, der auf den Kriegerpfaden. Komm, wir müssen dahin. Schnell. Durchs Wasser? Aber wir müssen nicht schwimmen, okay. Ist Rost schneller als wir? Müsste eigentlich. Wenn ich irgendwas finde zum Einsammeln, nehme ich es natürlich mit. Ist wichtig für später noch. Weil wir behalten die Sachen, die wir sammeln, so viel ich weiß. Dann ist es doch auch ganz gut, wenn man die Sachen dabei hat. Wie weit muss ich denn noch laufen? Ost! Ich kenne nicht mehr! Okay. Oh, das ist ein riesiges Areal. Warum schreit der auch so laut? Der ist doch selber schuld, wenn er gefunden wird. Ganz ehrlich. Ja. Wir sollten ihm vielleicht aus der Klemme helfen. Hätte ich jetzt getan. Oder gesagt. Getan, weiß ich nicht. Nicht bei solchen bösen Maschinen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Maschinen den Jungen sehen und töten. Wenn ich schieße, würde ich sie aufschrecken und sie würden ihn zertrampeln. Aber
ich weiß, wo sie hinlaufen. Erzähl keine Märchen. Doch, der Fokus hier, unser Fokus, der sagt uns das doch. Es stimmt, ich schleich mich durch. Das wirst du nicht. Rost, komm schon. Jetzt mal ganz ehrlich. Wir haben einen Fokus. Ja. Aloy. Er hat uns den Bogen genommen. Und ich dachte, man könnte das Game vielleicht auch mit dem Bogen spielen in der Passage. Okay, er nimmt uns den Bogen weg. Da haben die Entwickler dran gesagt, warum man den Bogen in Destiny nicht benutzen kann. Gut, ich habe nichts gesagt. Ich kümmere mich einfach darum. Focus. Spuren markieren. Ich muss mich langsam und leise bewegen, damit ich mich. Der läuft jetzt hier rechts. Oh, der wird das knapp werden. Soll ich es riskieren? Nee, ich riskiere nichts. Ich warte jetzt, bis er dran vorbeigelaufen ist. Besser wieder jetzt volle Kanne reinzustürmen. Okay, ich hätte schon 10 Mal rüberlaufen können. Sie dürfen mich nicht sehen. Ich muss vorsichtig sein. Rede ich nicht. Okay, wir leben noch, Leute. Wir leben noch. Und die Folge geht auch schon lang. Ich muss sehen, wo sie hingehen. Oh ja, ja, ich scanne den. Er sieht mich. Er sieht mich nicht mehr. Ich wusste nicht, dass der da steht. Ich habe den nicht gesehen. Ich dachte, da sei nur ein Läufer. Okay, aber er ist gescannt. Oh, er ist aber gewarnt. Er sieht uns hier nicht, oder? Sollte eigentlich nicht so. Jetzt läuft er ganz da hinten weg. Das sieht er uns sowieso nicht. Dann gehen wir da schnell rein und dann sind wir erstmal. Betonung liegt auf erstmal safe. Fast geschafft. Ich lass den Dude jetzt nochmal vorbeiziehen, ehe ich darüber sprinte. Sicher ist sicher, wisst ihr so. Ich will lieber. Lieber spiele ich langsam als aufgeregt, dass ich sterbe. Okay. Okay, wir sind durch. Ist er. Perfekt. Nein. Rede mit Tab. Oder Tab. Wie auch immer. Was? Was war das Schwarze gerade? Gab es einen Grafikbug? Liebes Entwicklerteam, dessen Namen ich immer noch nicht kenne. Wir müssen jetzt wieder zurück. Oh no. Death is gonna happen. Wie gehst du ihnen aus dem Weg? Weiß ich nicht. Gerade gar nicht. Der läuft hier vorne vorbei. Das heißt, sobald er an uns vorbei ist, müssen wir hinter ihm. Oh, bitte sieh mich nicht. Okay, wir sind safe. Kannst du? Beide sieht uns nicht, wenn wir hinter dem Baum sind. Wie ist das möglich? Da ist Rost. Er ist einfach auf die andere Seite gelaufen. Wir kamen von da und er ist einfach hier. Rost ist ein Zauberer. Ich sag's euch. Rost kann alles. Da haben wir's auch schon. Perfekto. Ich find's auch cool, dass sie so einen vorprogrammierten Weg haben. Ist es kein Spielzeug? Nein, es ist kein Spielzeug. Hab ich dir von Anfang gesagt, Rusty? Warte. Urmutter, beschütze sie. Beschütze euch beide. Kein Problem. Rettete mich. Ich wollte nur... Junge!
Sei jetzt ruhig! Nora, Kriegsveteran. Ausgestoßene, beide. Und sie ist mutterlos. Komm jetzt. Zurück nach Mutterherz. Und ich. Du. Der Junge hätte nicht mit uns reden dürfen. Das ist gegen das Gesetz. Wer hat sich dieses Gesetz ausgedacht? Gehen wir nach Hause. Komm mit. Ich kenne den Weg. Ja, sie kennt den Weg. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Bitte. Was macht er da? Ah. Er wirft uns einfach einen Stein an? Was ist denn mit dem los? Bleib weg, nicht Mutter! Ich als Harry Potter Fan. Du Schlammblut! Haha. Der war gut. Genau. Wir können aggressiv sein, passiv oder wir können schlau sein. Und wir nehmen schlau, weil schlau ist immer. Wir schlagen ihm den Stein aus der Hand und zeigen ihm, dass wir gut sind. Auf dem Kopf, weiß ich nicht, könnte schmerzhaft werden. Wir werfen ihm den Stein aus der Hand. Ah. Hey! Friends? Ich finde ihn direkt unsympathisch. Weiß auch nicht. Lass mich mal sehen. Hier. Halt still. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie auf die Story auswirkt, wie wir uns entscheiden. Oder ob das nur so minimal ist. Aloy. Wir sehen das Ganze ja dann. Jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das ist eine gute Frage. Und was ist bitte mit ihren Zähnen los? Die waren durchsichtig gerade. Und die Stammmütter wissen es? Ach, so einfach ist es. Bin mir sicher, es liegt an den Schatten, dass sie nicht richtig geworfen werden. Es tut mir leid. Aloy, wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir. Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mache ich es. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Immerhin ist sie... Verstehe. Oh. Ja. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja! Kein Problem. Komm. Let's go! Aber Leute, erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat die erste Folge von Horizon Zero Dawn gefallen. Wenn ja, zeigt das gerne mit einer positiven Wertung. Und wir sehen uns übermorgen zur zweiten Folge. Bis dann, Leute. Und ciao.